Hallo und willkommen hier bei einem Videotest der Akustikgitarre. Ich habe für euch aus der Teststrecke der Ausgabe 5 2014 ein interessantes Instrument rausgepickt, um es euch im Video hier etwas näher vorzustellen. Den ausführlichen geschriebenen Test findet ihr in der Akustikgitarre 5 2014, verfasst von unserem Autor Peter Autschbach. Ja, und hier im Video stelle ich euch die Gitarre kurz vor und dann könnt ihr vor allem dieses Instrument in Aktion erleben. Es geht um eine wunderschöne Steel String Gitarre von Collings, einem Edelbauer aus den USA. Das Modell CJ35 habe ich hier für euch. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Steel String Geschichte, merkt relativ schnell, was hier als Vorbild gedient hat. Das Ganze ist inspiriert von der Gibson J35. Es geht also um eine Slope Shoulder Dreadnought. Die J35 stammt vom Konzept her aus der sogenannten Golden Era, der goldenen Zeit des Steel String Baus in den USA zwischen etwa 1930 und 1942. Und Slope Shoulder Dreadnought heißt, ihr habt hier einen wirklich großformatigen, voluminösen Korpus, der aber ganz anders geschnitten ist als die sogenannten Square Shoulder Dreadnoughts, wie man sie eher von Modellen aus dem Hause Martin kennt. Die Parallelen zur originalen Gibson J35 gehen weiter. Ihr habt eine Sitka-Fichtendecke, natürlich massiv. Boden und Zargen sind aus massivem Mahagoni gefertigt. Das ist die typische Holzauswahl für diese Art von Gitarren. Weiter geht's mit dem Hals. Der besteht ebenfalls aus Mahagoni. Die Kopfplatte ist schwarz, ist wahrscheinlich mit Ebenholz belegt. Hier ist der Collings-Name eingelegt. Das Ganze ist vergleichsweise schmucklos gemacht. Also ihr findet hier keine Bindings bei Kopfplatte oder Griffbrett. Die einzigen Bindings hier einmal rund um die Decke und den Boden sind Ivoroid-Streifen, also so elfenbeinfarbene Kunststoff-Bindings, die die Korpuskanten schützen sollen. Das ganze Instrument ist absolut perfekt hochglanzlackiert. Und ein weiteres Gibson-Zitat ist dieses getigerte, gestreifte Schlagbrett, was hier die Decke vor Spielspuren schützen soll. Der Steg besteht aus Palisander, ist ein recht einfacher Rechtecksteg. Knöcherne Stegeinlage, weiße Kunststoffpins halten hier die Saiten. Die laufen weiter wieder über ein Palisander-Griffbrett, Knochensattel und hier zu den Mechaniken. Das sind Vintage-Style, also offene Tuner von Waverly mit weißen Plastikgriffen. Ja, was gibt es zu dieser Steel String noch zu sagen? Wenn man das Instrument in der Hand hat, wenn man sich anschaut, die ganzen Details von außen, wenn man auch mal in den Korpus reinschaut, wird ganz schnell klar, das ist eine High-End-Gitarre. Das sieht man auch am Preisschild, denn die soll fast 5.500 Euro kosten. Für so eine handgebaute USA-Gitarre auf diesem Niveau ist das ein gängiger Preis. Günstig würde ich das nicht nennen, aber es ist ein Preis, der steht schon direkt in Relation auch zu dem Gebotenen. Das ist wirklich höchstes Kunsthandwerk im Gitarrenbau, was Collings da abliefert. Es ist eine wunderschöne Gitarre, auch gerade mit diesem Tobacco Sunburst Finish. Ja, in vergleichsweise einfacher Ausführung. Es gibt keine großen Verzierungen, keine Abalone oder irgendwas. Aber die Gitarre glänzt durch absolut sorgfältige Materialauswahl und perfekte Verarbeitung. Ja, und jetzt seid ihr sicher neugierig, wie so ein Edelteil klingt. Es geht zum musikalischen Teil dieses Videos über. Ich habe ein paar Beispiele für euch mit dieser Collings eingespielt, aufgenommen mit zwei Studiomikrofonen, wie immer hier bei meinen Tests. Und ich habe versucht, verschiedene Spieltechniken, verschiedene Stilrichtungen, auch verschiedene Dynamikabstufungen einfach mal hier zum Klingen zu bringen, damit ihr euch wirklich ein Bild vom Klang dieser Gitarre machen könnt. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim musikalischen Teil dieses Videotests und sage Tschüss, bis bald hier wieder bei der Akustikgitarre.